Hallo ihr Lieben, ich denke, wir alle waren schon mal auf Pinterest unterwegs und sind auf diese sogenannten Beauty-Hacks gestoßen. Und ganz oft fragen wir uns einfach, klappt das oder klappt das nicht? Und genau diese Sache werden wir heute auf den Grund gehen. Ich habe mir nämlich 5 Hacks rausgesucht, die ich jetzt einfach hier live quasi vor der Kamera ausprobieren werde. Und dann werden wir mal rausfinden, ob das so funktioniert oder ob das alles nur eine Verarsche ist. Der erste Hack besagt, dass wenn man Lippenbalsam nimmt und den um den Nagel herum auf die Haut schmiert, und dann mit dem Nagellack drüber geht und halt dann so ein bisschen verpatzt, dass man das ganz leicht abziehen kann. Und ja, das ist eigentlich ganz gut für alle Leute, die so sind wie ich und einfach immer daneben malen beim Nagellack. Und ja, deswegen werden wir das jetzt gleich mal austesten. Ich nehme jetzt mal diesen Rêve de Miel Lip Balm von NYX, weil der hat schon so eine coole Form, das ist eigentlich ganz gut, denke ich. Und jetzt probiere ich das jetzt mal hier aufzutragen, aber nicht an den Nagel zu kommen. Ja, so wie jetzt, super malen, klasse. Das muss ich jetzt gleich nochmal korrigieren, aber ja, ich denke, so reicht's. So, wir werden sehen. Also ich mache das jetzt extra ganz unordentlich, weil ich echt wissen will, ob das funktioniert oder nicht. Ne, los geht's. Oh Gott, das ist okay, das ist sehr unordentlich. Okay, so sieht das jetzt aus. Sehr unordentlich, ich weiß. So würde ich niemals meine Nägel lackieren. Aber wir wollen ja wirklich wissen, ob es funktioniert. Deswegen warte ich jetzt ein bisschen, bis es getrocknet ist. So, ich habe jetzt ein bisschen gewartet und eigentlich ist es so gut wie trocken. Und jetzt probieren wir mal, das abzuziehen, beziehungsweise keine Ahnung, was jetzt da passieren soll. Mal schauen. Okay, also hier löst sich das schon mal ziemlich gut. Oh ja. Okay, wenn man jetzt hier so ein bisschen rum... Rubbel, sag ich mal, löst sich das eigentlich schon ganz gut ab. Okay, das ist jetzt im Prinzip das fertige Ergebnis. Es ist schon, also hier vorne zum Beispiel, da hatte ich keinen Lippenbalsam drauf, deswegen hängt es da noch dran. Sonst ist es eigentlich ganz gut abgegangen. Aber da ich den Lippenbalsam auch ein bisschen auf dem Nagel hatte, ist da so ein bisschen was von dem Nagellack auf dem Nagel mit abgezogen worden. Also sieht jetzt nicht so mega geil aus, aber theoretisch... funktioniert es, glaube ich. Ja, wie ihr gesehen habt, funktioniert es eigentlich ganz gut. Also ich muss sagen, ich finde es jetzt, nachdem es noch mehr getrocknet ist, eigentlich auch immer besser. Man muss halt echt aufpassen, dass man den Lippenbalsam nicht auf den Nagel schmiert, sondern eben nur drumherum, weil sonst passiert es eben wie mir, dass es so ein bisschen am Rand mit weggezogen wird und das sieht dann echt nicht so geil aus, das muss ich sagen. Ich würde sagen, der Hack funktioniert. Beim nächsten Hack geht es darum, dass man ein Glätteisen benutzt, um seine Haare zu glätten. Wow, das ist natürlich richtig neu. Nee, normalerweise, wenn man die Haare glättet, sind die einfach so platt gedatscht am Kopf und halt ohne Volumen. Und wenn man die Haare so nach oben glättet, dann soll anscheinend das Mega-Volumen da sein und man hat einen Puffkopf. Deswegen, das werden wir jetzt direkt mal austesten. So, ich denke, ich werde jetzt erstmal so ein Stück Haare nehmen, weil die unteren, ich meine, das macht ja keinen Sinn, die nach oben zu glätten. Und es stand auch nicht in der Anleitung drin, dass man die nach oben glätten muss. Also ich nehme an, einfach mal so diese Partie. Dann klemme ich mir die hier mal ein bisschen weg. So, und dann werde ich jetzt mal schnell mit meinem Glätteisen, das ist übrigens von GHD, wenn es interessiert, mal schnell hier so grob drüber gehen und dann probiere ich mich an den Haaren hier oben. Okay, also nehmen wir mal hier so eine Strähne. Und schau mal, was passiert, ne? Ich finde es erstmal richtig schwer, hier so reinzukommen. Okay, mal gucken. Die Frage ist, ob die Haare denn überhaupt richtig glatt werden. Also es ist echt anstrengend, muss ich sagen, die über Kopf zu glätten. Man muss halt die immer so über den Scheitel rübernehmen. Oh Gott, ich sehe aus wie so eine Gewitterhexe, ey. Und hier hoch. So, ich denke, ein bisschen mehr Volumen ist schon drin, das muss ich schon sagen, aber ich glaube, das wird sich ziemlich schnell wieder verflüchtigen. Also, gehe ich mal stark davon aus. Aber ja, ich würde sagen, prinzipiell eher so mittel, also weil mega viel Volumen ist es jetzt für mich auch nicht. Also, beim nächsten Hack geht es darum, dass man sich eine Strähne nimmt und die dann flechtet und dann mit dem Glätteisen drüber geht und dann sollen die Haare anscheinend schön gewellt sein, wie so Beachy Waves. So, ich nehme mir jetzt mal hier so eine Strähne und dann flechte ich die einfach mal hier runter. So, ich bin echt gespannt, ob das klappt, weil ich mag ja so Wellen sehr gerne. Ich trage ja fast nur Wellen. Ich flechte es eigentlich auch ziemlich eng, also jetzt nicht so ganz locker, sondern echt ein bisschen enger, dass es wirklich Wellen werden können. Ich bin ja auch so ein Flechtopfer, ne? Ich kann das ja nicht wirklich, also... Ich weiß auch nicht, ich bin dafür nicht geboren, das kann ich euch auf jeden Fall sagen. Und ich komme immer durcheinander und nee, ich kann sowas echt nicht so gut. Und jetzt habe ich hier so eine süße Strähne, so könnt ihr natürlich auch bleiben, sieht natürlich auch total geil aus, wenn man hier so einen Eselschwanz rumhänge. Ich glaube nicht, dass es den Haaren gut tut, aber was tut man nicht alles für euch, ne? Ich nehme hier alle möglichen Sachen auf mich und oh Gott. Okay, ich glätte jetzt einfach mal drüber. Wenn die Strähne gleich abfällt, dann wisst ihr, dass ihr es vielleicht lieber nicht nachmachen solltet.
Okay, also es ist schon warm. Ah, vielleicht ist auch so Pressen gar nicht so schlecht, wie so eine Zange. Ich würde sagen, die Stunde der Wahrheit ist gekommen und wir machen mal diesen wunderbaren Zopf auf. Ich bin ja sehr gespannt. Okay, also wir werden sehen. Aha, okay. Also prinzipiell sieht es schon so ein bisschen gewellt aus. So ein bisschen, wenig. Ah, wobei eigentlich in der Kamera sieht es noch viel mehr aus. Doch, das sieht echt nicht schlecht aus. Also man muss es halt ein bisschen ordentlicher machen und vielleicht ein bisschen länger drin lassen und es ein bisschen mehr auskühlen lassen. Aber prinzipiell finde ich es gar nicht mal so schlecht. Ich würde sagen, der Hack hat sich bestätigt und er klappt. Beim nächsten Hack geht es darum, dass wenn man einen Pferdeschwanz macht, dass er ja meistens so schlaff runter. Beim nächsten Hack geht es darum, dass man sich einen Pferdeschwanz macht und dann quasi so Bobbypins, also solche Klammern, einfach da so reinsteckt und dann soll der Pferdeschwanz schöner aussehen, also ein bisschen weiter oben stehen und nicht so komisch runterhängen. So, ich weiß nicht, ob das bei mir klappt, weil meine Haare eh schon so dick sind und auch so ein bisschen länger, deswegen bin ich auf jeden Fall gespannt. So, ich mache den Pferdeschwanz mal ungefähr hier. Und jetzt soll man so zwei Klammern nehmen und die quasi dann hier so nach oben in den Pferdeschwanz reinstecken, dass es quasi so eingeklemmt ist. Also wir nehmen die erste Klammer und stecken sie so rein. Und die andere auch. Keine Ahnung, ob ich das richtig mache. Ich hoffe einfach. Und jetzt klappen wir es nach hinten. Merkt ihr den Unterschied? So ein bisschen vielleicht. Wo sind meine Klammern? Ich finde sie nicht mehr. Sie sind verschollen. Okay, ihr müsst mir helfen. Sieht man einen Unterschied? Vielleicht so ein bisschen, aber ich weiß auch nicht. Entweder ich mache irgendwas falsch oder keine Ahnung. Okay, also ich glaube, der Hack ist auch nicht so geil. Also muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin so ein bisschen enttäuscht. Ich dachte, der klappt zumindest. Okay, sehr schade, aber ich gebe dem Hack eher einen Daumen nach unten, weil ich habe jetzt wirklich keinen Unterschied gemerkt. Für den nächsten Hack bin ich jetzt mal ein bisschen näher rangekommen. Es geht nämlich um einen Eyeliner und einen Löffel. Und wir werden einen perfekten Eyeliner-Strich ziehen und mal gucken, ob das funktioniert. Da ich eh nie Eyeliner trage, bin ich da auch nicht so in Übung. Und das heißt, wenn ich es schaffe, dann schafft ihr das auf alle Fälle. Zuerst legen wir den Löffel so hin, dass es so eine Verlängerung ist. Oh Gott. Und dann ziehen wir quasi einen Eyeliner-Strich. Oh Gott, das funktioniert doch nicht. Oh mein Gott, das funktioniert doch nicht. Oh mein Gott, oh, was ist das? Oh nee. Oh Gott, okay, ich versuche es noch zu retten. Mit der anderen Seite, mit der soll es nämlich auch funktionieren. Und zwar, dass man es so ranlegt und dann anscheinend da so entlang zeichnet. Ja, sieht halt kaum unordentlich aus, ne? So kann ich jetzt direkt auf die Straße gehen. Okay, wie ihr vielleicht seht, habe ich jetzt noch ein bisschen versucht, das Ganze hier zu retten. Aber, nein, es ist viel zu dick, also meiner Meinung nach, das ist natürlich Ansichtssache, aber für mich ist es viel zu dick und auch richtig unsauber. Vielleicht mit ein bisschen Übung, aber so beim ersten Mal würde ich sagen, dass das eher ein Fail ist. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr mehr solcher Videos sehen wollt, dann lasst mir das mal in den Kommentaren da und gebt dem Video einen Daumen nach oben. Das würde mich sehr, sehr freuen. Ansonsten würde ich mich auch sehr freuen, wenn ihr mich abonnieren würdet oder auf Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat und so weiter vorbeischaut. Natürlich alles in der Infobox verlinkt, wie immer. Dann hoffe ich, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und dann würde ich sagen, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!